Sonntag, 12. Juni, 15.20 Uhr. Hinter mir die sehr schöne, idyllische Altstadt von Grado mit uralten Olivenbäumen. Aber natürlich spielt sich das Leben nicht da ab, sondern da drüben. Da zum Beispiel. Ja, in den Hotels und in der Einkaufsstraße. Und da wunderschöne Kirche zu Grado. Also Einfahrt war super, ja. Muss man mal erlebt haben. Wie die Simone schon gesagt hat, wie Sylt. Der Unterschied zu Sylt ist, dass es hier gefühlt 30 Grad wärmer ist als in Sylt und Lagune. Es hat halt einen Charme, ne? Wie diese kühle Nordsee. Aber ist Geschmackssache. Wir sind jetzt auf jeden Fall da. Wir freuen uns. Haben noch mal Wind gehabt. Das war jetzt etwas anstrengend, die letzten 15 Kilometer. Davor war der Wind im Rücken. Das war sehr positiv. Darum ging es heute auch recht schnell. Jetzt schauen wir uns Grado an.